nächste Woche. Ja, auch die Schafe nützen die milde Temperatur jetzt momentan noch. Es ist gleich 9 Uhr und ja, es ist einfach heiß. Ein traumhaftes Wetter. Andi ist unten in den Reben. Man hört ihn vielleicht schon, ihr hört ihn sicher auch schon. Und ja, ist noch ein bisschen am Arbeiten. Und jetzt werden wir schauen, was er da so treibt. Guten Morgen miteinander! Willkommen am... Genau, habe ich auch schon gesagt. Die Schafe sind auch schön am Grasen. Sie genießen noch die milden Temperaturen. Denn am Nachmittag liegen sie nur in der Wiese und machen gar nichts. Die sind machen dann sie Siesta. Auch. Ja, es ist wirklich heiß. Hey, wenn es die Sonne scheint, und es einfach so schön ist, es ist einfach... geil. Und die Trauben, für die Trauben, das wird richtig schön. Ein richtig schöner Herbst, wenn es so weitergeht. Jo, ja. Also, was machen wir heute noch? Wir heute? Ja. Genau, Kaffee trinken. Kaffee trinken, ja, genau. Muss sein. Muss sein. Darf man zwischendurch. Und es ist einfach, ja, es ist ein traumhaftes Wetter. Wir wollen da gar nicht irgendwie jammern. Aber es ist schon, man muss sich schon den Tag ein bisschen anders einplanen. Also man geht eher am Morgen früh raus, am Nachmittag mal etwas länger Pause oder drinnen arbeiten natürlich. Ja, der frühe Vogel fängt am Morgen. Wie geht den das? Wurm! Den Wurm! Den ja. Wurm. Ja, was wir jetzt machen, ist ein bisschen vorbereiten für den Herbst. Die Trauben werden schon blau. Man sieht es auch hier oben, der falsche Mehltau ist gekommen. Er hat es doch noch geschafft, wir hatten doch einen mittleren Sommer, der sehr viel Regen gehabt und da sind halt die Pilzinfektionen da. Aber es macht nichts. Es sind nur die Geiztriebe, die jungen, kleinen und die schneiden wir jetzt einfach alle ab. Und dann ist die Sache erledigt. Ja, ist gut. Mehr oder weniger. Es verbrennt jetzt durch die Hitze stirbt alles ab. Es ist ja nicht mehr so ein vitaler Pilz. Er hat schon massiv Befall. Mhm. Aber er ist am Absterben. Und das ist jetzt. Ich glaube, das ist okay. Es kommt gut. Ja, wir haben noch bis Mitte Woche haben wir noch es warm und nachher über das Wochenende gibt es eine richtige Kaltfront, irgendwie 17 Grad, können wir uns im Moment noch gar nicht vorstellen, aber ich denke, es ist einfach gut, wenn es dann einfach trocken bleibt. Ja, ist sowieso Ende August ist fertig. Wenn dann Ende August einmal kalt kommt, dann ist fertig Sommer. Ist das Sommer fertig? Also ich muss noch ganz schnell alle Würste aufgrillieren, also fertig grillieren, alle Weißweine und Rosé austrinken. Ne? Und das wird streng. Da kommt der Rotwein. Genau. Das war's von mir. So, also, ja, dann das ist so. Geht's los, ne? Machen weiter und dann gehen wir Kaffee nehmen. Genau. Und dann schauen wir, was wir heute noch machen. Ja. Wir liegen dann vermutlich im Liegestuhl oder was auch immer. Liegestuhl oder Pool? Pool. Also Pool. Wir haben ja keinen Pool, es ist ja eher ein Bottich. Also. Aber auch praktisch, um sich abzukühlen. Es sieht schon toll aus, wenn er durchgefahren ist mit dem Laubschneider. Ist einfach alles wieder schön geschnitten. Nein, es ist ein sauberer Schnitt, wie nach dem Friseur. Und ja, eben, die Vorbereitungen für den Herbst beginnen jetzt langsam. Das heisst, Keller einrichten, alles wieder auf Vordermann bringen natürlich. Große Putzaktion gibt es. Und dann freue ich mich ehrlich gesagt jetzt schon auf den ersten Duft der Trauben. Wenn die Trauben im Keller ankommen, das ist immer so... Ach, da nimmt man eine Nase voll und ist einfach, dann weißt du, ja, das ist Herbst. So muss der Herbst riechen. Und das ist schon eine wahnsinnig schöne Zeit.
beim Laubschneider gehe ich nicht gerne zu nahe ran, denn es ist ja, ja, man muss schon aufpassen. Und da bin ich eher lieber aus der Ferne am Zuschauen. Aktuelle Temperatur 25 Grad draußen. Genau, es wird immer wärmer, ja. Tendenz steigend. Nach oben. Und heute ist ja Montag, 21. August. Wir haben zwei Dinge zu feiern. Erstens, es ist wieder Schule. Yeah, Kinder weg. Ja, nein, hat ja alles seine schönen Seiten, aber ist auch wieder gut, wenn die Kinder endlich wieder gehen können. Und das Zweite, wir haben heute Hochzeitstag. 19 Jahre. Und das nächste Jahr gibt es ein großes Fest. Ja. Wie haben wir das geschafft? Hallo? Ja, das top. Jetzt habe ich gesagt, ja. Zu Feier des Tages gehen wir einen feinen zum Morgen essen. Genau. Also wir waren gestern Abend schon Nachtessen, heute wieder und ja, ja, noch einen Kaffee zum Morgen. Dann haben wir das ganze Programm abgedeckt. Das wird für ein Jahr. Ja, genau. Ja, cool. Also dann sehen wir uns weiter später. Jawohl. Und dann sehen wir, wie hoch das Thermometer noch sonst noch klettern kann heute. Ja, das wird heute noch hoch. Noch hoch, genau. Also, bis später. Wo ist da die Klimaanlage? Wo ist da die Klimaanlage? Schafe nützen auch den Schatten jetzt da drüben. Es ist einfach wahnsinnig heiß. Also irgendwie 34 Grad haben wir jetzt. Und es ist einfach kaum bewegt man sich, läuft der Schweiß einfach. Und unsere Schafe, die Kamerun-Schafe, noch mal einstellen. So. Die trinken verhältnismäßig extrem wenig, das ist unglaublich. Also was wir da an literweise Wasser reinbuttern, trinken die Schafe vielleicht so 2-3 Deziliter am Tag, wenn überhaupt. Also das ist unglaublich. So, also, jetzt wieder ab in den Schatten. Jetzt habe ich gesehen, der Teer löst sich auf. Es ist so heiß. Es schmilzt sogar der Teer. Keine Ahnung, wie heiß es ist. Ich mache noch ein paar Runden. Ich bin noch am Laubschneiden hier, aber ich muss fertig machen. Es ist zu heiß. Zu heiß. Anschlag. Mensch und Maschine im roten Bereich. Zu heiß. Es ist zu heiß. Unglaublich. Ja. Ist alles. Ja, ich denke, wir machen jetzt nur noch eines. Jetzt machen wir eine Siesta. Ja. Ein bisschen Brunch. Genau, ja. Wobei ich denke, unser Bottich wird wahrscheinlich nicht so eine große Abkühlung darstellen. Immerhin ist es nass. Ja, immerhin genau. Ist es nass. Also machen wir uns bereit. Ja, abends. Wuhu! Wuhu! Und es ist... angenehme 32 Grad. Ah, ist das erfrischend?
Das ist so wie im Planschbecken bei den Kindern. So lauwarm. Ja, also eine Abkühlung in dem Sinn ist es definitiv nicht. Also es ist angenehm, eben ein bisschen nass und so, ja, ganz, ganz leicht erfrischend, aber jetzt nicht so, dass man da irgendwie, ja. Ich meine, es ist jetzt Nachmittag, wir machen auch noch eine kleine Siesta, dann bin ich gespannt, wie heiß es wird. Also die Wetterstation sagt schon 35 irgendwas Grad, gefühlt 36 und um 5 Uhr ist die höchste Temperatur. Dann schauen wir nochmal, wie warm das dann ist. Ob der Wind überhaupt noch arbeiten mag oder... Vielleicht sind wir dann schon durchgekocht. Danke, dass du meine Kamera nicht mitgenommen hast. Ich hoffe dich. So, als ob ich würde, als ob ich nichts gemacht hätte. Ist gut. Dann sage ich. Andi hat einen Plan. Also jetzt komme ich ganz überrascht zu dir. He? Ja, das, was der Winzer den ganzen Tag macht. So. Okay. Also, wir spielen das jetzt noch schnell. He? So ganz spontan, wie wenn es echt wäre. Noch die Sonne filmen, ist ganz ja, weiß. Natürlich, ja, ja, ganz ja, ja. Streng. Die tote Geier. Die toten Geier sind hier noch. Andi, was machst du hier? Was der Winzer so macht, denkt den ganzen Tag, nichts tun. Sonne genießen. Sonne genießen. Nein, wir haben, ja. Ja, wir haben gedacht, weil heute unser Hochzeittag ist, ja. Machen wir noch was, ein schöner. Ein schöner Abschluss. Ja. Das gefällt, he? Das gefällt uns sehr. Ja, wir müssen anstoßen. Wir müssen ja noch den Tag zelebrieren. Genau. Machen Sie Licht aufmachen? Ah, das kannst du. Mach ich das. Das und ja, ist halt, heute ist verdammt heiß. Und die Wetterstation, die hat gesagt, 36 Grad ist ordentlich. Und wenn es so heiß ist, dann machen wir eigentlich am Morgen früh aufstehen. Geht man früh raus und damit man am Mittag nicht mehr so streng ist, oder? Ja, also macht Mittag kann man dann auch mal Pause machen, lange man kann Pause. Mal baden, also in unserem Deluxe kalten, extrem kalten Bottich. Ja. Aber naja, ist ja egal. Wichtig ist einfach eine kleine Abkühlung und ja. Am Mittag nicht streng und am Abend kann man wieder mit gutem Gewissen was machen. Und heute Abend machen wir mit ganz gutem Gewissen was ganz Feines auf. Was ist das? Wir haben die weiße Dame, Sauvignon Blanc Chardonnay. Ah, habe ich gewünscht. Ich habe sie noch gefunden, denn sie ist eigentlich ausverkauft, aber wir hatten noch ein, zwei Flaschen kühl für uns. Und ja, dann genießt man es umso mehr, wenn es einfach für einen noch eine Flasche hat. Ja, das Ziel ist es so, ich mache eigentlich Wein für uns zum Trinken und alles, was wir nicht selber trinken können, das verkaufen wir. Oder so. Und darum, ja, ist okay. Also jedenfalls, es ist heiß, kühlt euch ab, wir kühlen es auch ab. Es ist halt heiß, ist streng, man macht das Beste daraus und ich glaube, so wie wir machen, ist okay. Ja, es auf passt. Jeden Fall. Und ja, zum Wohl. Auf uns. Zum Wohl. 19 Jahre. 19 Jahre. 19 Jahre, viel graues Haar. Du bist so ein Schnurri. Mein Mann ist wieder extrem lieb. Ja. Nein, ich habe einen guten Mann, auf jeden Fall. Danke vielmals. Also. Bitte schön. Also, zum Wohl miteinander. Mal. Und noch einen schönen Abend. Genießt es. Stoßt auf uns an. Daumen nach oben. Ja. Und tschüss. Was hat dazu gehört? Genau, bye-bye. Sie brennt. Die Sonne brennt. Die Sonne brennt. Bin ich schon braun geworden? Ja. Ihr auch? Du hast schon Sonnenbrand. Oh ja, schau. Ja. Ja. Und die Nase? Es geht schnell. Es geht alles schnell. Gut? Ja. Ist das überhaupt gut? Logisch, hallo. Perfekt. Tschüss. Also, bye bye.
Tschüss.